Wie sind diese Begriffe eigentlich zu verwenden und wie differenzieren sich diese Begriffe auch voneinander? Also bei dem Begriff Prostitution haben wir es mit einem formaljuristischen und auch einem wissenschaftlichen Terminus zu tun, der in Deutschland vor allen Dingen in diesen angeführten Bereichen in Gebrauch ist. Der Begriff Sexarbeit geht selber auf die Hurenbewegung zurück und der betont halt eben, dass wir es mit Arbeit zu tun haben. Und das ist wichtig, gerade wenn man sich in Diskussionen wie diese begibt. Aber ich habe mir für heute überlegt, ich mache mal was anders. Ich würde da gar nicht drauf einsteigen, sondern einfach an Sie appellieren, denn Sie sind ja hier und wollten sich was anhören zu dem Thema. Und ich möchte an der Stelle heute mal über Fehlinformationen und über Desinformation sprechen. Denn all diese sogenannten Fakten, die da angeführt werden, die sind überhaupt nicht unstrittig. Und das, was von Terre des Femmes, von Sisters, aber auch von Melissa Farley, was eine der Speerspitzen der sogenannten Wissenschaftsforschung ist, die von Terre des Femmes gerne angeführt wird, auch diese Forschung ist sehr voreingenommen und auch sehr angefochten worden in den letzten Jahren. Und wenn ich höre, es sind 90%, dann muss ich einfach sagen, es gibt, und darauf möchte ich Sie alle hinweisen, keine offiziellen Zahlen über Sexarbeit in Deutschland. Es gibt Schätzungen und die gehen bei 60.000 los und informierte Kreise gehen höchstens bis 100.000, was halt sexarbeitende Menschen in Deutschland anbelangt. Oder sagen wir meinetwegen auch Menschen in der Prostitution, wenn sie sich, dass diese Veranstaltung heißt ja Du in der Gesellschaft, mit diesem Begriff wohler fühlen. Allerdings ist es eben so, dass aufgrund des informellen Charakters von Sexarbeit, das ist nämlich keine Beschäftigung, die im Anstellungsverhältnis wie eine normale Lohnarbeit ausgeführt wird, wo man halt so und so viele Wochen Wochenstunden in anschafft sozusagen, sondern das ist eben eine informelle Arbeit, in der andere Regeln gelten. Und da ist bestimmt auch Frau Reckermann ganz dabei, wenn ich sage, da gelten andere Regeln. Aber worauf ich hinaus will, ist, deswegen ist es sehr schwierig, das zu erheben. Ich kann halt nicht hingehen und Köpfe zählen, wie ich das bei Bäckereigehilfinnen mache oder bei Verkäuferinnen. Sondern es gibt Personen, die arbeiten jeden Monat eine Woche in der Sexarbeit. Andere machen das einmal im Quartal, wenn das Geld nicht gereicht hat. Wieder andere tun es über einen längeren Zeitraum, zu denen gehöre ich. Und wieder ganz andere tun es für einen Zeitraum, um vielleicht einen Kredit oder eine Schuld oder was auch immer zurückzuzahlen. Und deswegen ist das alles ganz schön schwer, sagen wir mal, schwarz auf weiß festzuhalten. Und nun ist es aber so, dass diese ganze Debatte, die mir ja jetzt hier auch gerade wieder angetragen wird, halt davon ausgeht, dass diese Zahlen im Raum stehen. Und nicht nur diese Zahlen, sondern diese Zahlen arbeiten mit einem ganzen Mindset. Und zwar ist halt einfach unser Blick und auch Ihrer, da bin ich mir sicher, auf die Sexarbeit, auf die Prostitution vorbelastet. Sie haben bestimmte Vorstellungen darüber, wie das ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Frau Reckermann nie in diesem Bereich gearbeitet hat. Und natürlich darf sie ihre Meinung hier äußern, aber ich möchte Ihnen dringend raten, eine Meinung als das zu nehmen, was sie ist, eine Meinung, kein Fakt und keine verbriefte Wahrheit, schon gar nicht das. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass die Personen, die zu Sexarbeit sprechen, die mit Politik sprechen, so wie ich das in den letzten Tagen und in den letzten Jahren auch gemacht habe, ich war mit Frau Pantel zum Beispiel von der CDU auf verschiedenen Veranstaltungen, ich habe mit Karl Lauterbach zu dem Thema gesprochen. Und das ist mir wichtig, dass Sexarbeitende gehört werden zu diesem Thema, weil das ist das, was in unserer Dominanzkultur leider nicht passiert. Die Medien reproduzieren die ewig gleichen Zahlen, die man eigentlich nicht glauben kann oder glauben möchte oder die nicht verbrieft sind. Und so geht das halt immer weiter und so entsteht ein massives Framing. Und es wäre wichtig, Sexarbeitenden selbst zuzuhören und insbesondere, wenn es über einen Diskurs geht,
der Frauen angeht, da denke ich, sind wir alle in einem feministischen Kontext ja auch gewillt, Frauen zuzuhören in dem Moment. Ja, also was die Zahlen angeht, stimmt natürlich, dass die strittig sind. Aber dieses 90%, 10%, andere sprechen auch von 95% und 5%, das sind Ermittler, die in diesem Bereich gearbeitet haben, und zwar über Jahrzehnte. Und was Sie so schön beschönigend den informellen Sektor nennen, kann man auch entweder Schwarzarbeit nennen oder man nennt es einfach das Dunkelfeld. Und das Dunkelfeld ist genau das, wovor wir immer gewarnt werden, dass wenn das nordische Modell kommt, dann gibt es ein Dunkelfeld, dann verschwinden die Frauen alle im Dunkelfeld. Aber da sind ja die allermeisten jetzt schon. Selbst die Frauen, die in den Bordellen arbeiten, die leben ja oft dort und haben keine andere Unterkunft, obwohl das verboten ist inzwischen. Früher war es erlaubt und werden alle paar Wochen von Ort zu Ort gekarrt. Die fragt niemand. Und wenn Sie sagen, wir sollen mit den Frauen in der Prostitution sprechen, mit den Betroffenen, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Bitte sprechen Sie mit Huschke Mau, bitte schauen Sie den Blog von Sandra Noack an, die sprechen Klartext. Und außerdem ist auch dieses Argument, ja, ich muss zugeben, ich habe mich noch nie gegen Geld verkauft, okay. Aber das ist kein wirkliches Argument, weil wir engagieren uns auch für bessere Arbeitsbedingungen in den Schlachtfabriken zum Beispiel. Tönnies ist Ihnen ja allen Begriff. Ja? Wir sind auch für mehr Tierwohl, obwohl wir keine Tiere sind. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen für alle Menschen. Und deswegen haben wir natürlich selbstverständlich nicht nur das Recht, wir haben auch die Pflicht, für die Menschenrechte von Frauen zu sprechen, die sich nicht artikulieren können. Denn die Frauen, die sich so gut artikulieren können wie Sie und wie andere, die jetzt auch sehr viel unterwegs sind da im PR-Bereich. Morgen gehen Sie ja, glaube ich, in Berlin zu Sisters und machen praktisch jeden Tag solche Veranstaltungen. Das können Sie sehr, sehr gut. Das ist wunderbar. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns auch artikulieren dürfen. Und wenn es keine Menschenrechtsaktivisten gibt, die praktisch Aktivistinnen gibt, die außerhalb des Milieus sind, dann kann auch niemand ein Schlaglicht auf das Milieu werfen. Wir hatten ja zum Beispiel den netten Herrn Rudloff, der immer durch diese Talkshows getingelt ist und behauptet hat, alles sei schön, er hätte so eine Art Wellness-Bordell und alles fantastisch. Der hat praktisch die gleichen Geschichten erzählt, wie Sie jetzt hier erzählen. Aber er ist... kurz unterbrechen. Ja? Also ich glaube, es ist jetzt hier ganz wichtig, dass Frau Rebilde von ihren eigenen Erfahrungen ausspricht. Ja. Ich glaube, die darf man ihr nicht aberkennen. Ja, sicher, das tue ich auch nicht. Ich glaube auch, also wenn wir jetzt über Menschenhandel sprechen, ist es, glaube ich, immer noch was anderes. Und ich glaube, da würden Sie mir beide ja auch zustimmen, dass wenn wir wirklich Prostitution, Menschenhandel, wenn es darum geht, eben nicht das ist, was Sexarbeit hier in dem Sinne als wirklich selbstbestimmte Sexarbeit, wie Frau Rebilde es erzählt, dass man ihr das auch nicht aberkennen Richtig, kann. Richtig, ich werde Ihnen gar nichts, ich werde Ihnen Ihre Erfahrung auf keinen Fall aberkennen, aber Herr Rudloff hat gesagt, ein Großbordell kann man gar nicht betreiben, ohne regelmäßigen Nachschub von jungen Frauen, und es gibt eben nicht genug junge Frauen, die das freiwillig machen. Das hat er ganz klar gesagt und ist auch 2019 verurteilt worden. Und jetzt kommen eben wieder andere nach, so wie der Herr Herr, und erzählen wieder ähnliche Geschichten, und immer wieder geht man diesen Leuten gerne auf den Leim. Warum eigentlich? Ja, weil das natürlich schöner klingt, dann hat man selbst keine Verantwortung. Aber haben Sie sich mal gefragt, warum es eigentlich so viele Verrückte wie uns gibt, die praktisch ihre Freizeit opfern, wo man doch viel schöner jetzt im Englischen Garten spazieren gehen könnte, um ehrenamtlich praktisch für Menschenrechte
auch für Frauen in der Prostitution sich einzusetzen. Warum ist das so eine Bewegung geworden? Warum werden das immer mehr? Weil die Leute, die sich wirklich informieren, die sehen dann, oje, da ist ganz schlimm was im Argen. Auch wenn es selbstverständlich Verhältnisse gibt, wie Sie sie schildern, natürlich gibt es auch Kollektive oder was auch immer, die zusammenhalten und so eine Art Sexarbeit machen. Aber der Großteil sind wirklich gehandelte Objekte, die fragt niemand. Die kommen auch nie hierhin, weil sie praktisch gar nicht sprachlich in der Lage wären, hier den Dingen zu folgen. Kann man denn, ich frage jetzt mal ganz blauäugig, kann man denn nicht sagen, okay, es gibt Prostitution und zwar Zwangsprostitution und dann gibt es aber auch Sexarbeit und Zahlen und Forschung dazu gibt es meine, also das, was ich jetzt versucht habe zu recherchieren, ich habe auch nichts gefunden und alles, was da ist, ist sehr alt, wenn überhaupt, dass man das wahrscheinlich heute gar nicht mehr wirklich aufnehmen kann. Kann man so eine blauäugige Frage stellen und kann man die einfach beantworten? Gerne, gerne, Frau Rebeli, Sie können anfangen und dann können Sie auch was dazu sagen, Frau Rickermann. Also ich würde vor allen Dingen sagen, wir müssen Menschenhandel von Thema Sexarbeit getrennt und differenziert betrachten. Und keine mir bekannte Sexarbeitsbewegung oder Kollektive sind in irgendeiner Art und Weise dagegen, gegen Menschenhandel zu kämpfen. Und das tun wir sogar auch sehr, sehr forciert und ich möchte an der Stelle, weil es gerade so gut passt, auch sagen, dass der KOK, das ist nämlich der Kreis gegen Menschenhandel, sich auch gegen Frau Reckermanns nordisches Modell, ich kann das immer nur so in Anführungsstrichen sagen, weil das ist so ein bisschen ein euphemistischer Begriff. Ne? Ich bin ja heute hierher gekommen, um so mal ein bisschen über die Begrifflichkeiten auch zu reden. An was denken wir denn, wenn wir schwedisches oder nordisches Modell hören? Wir denken noch an Ikea, an Midsommar und an schöne, helle, skandinavische Nächte. Und das Ganze ist eine Mogelpackung, denn dahinter verbirgt sich freier Kriminalisierung. Das bedeutet, dass die Nachfrage kriminalisiert wird. Dann heißt es immer so schön von den Personen, die sich eine Welt ohne Prostitution wünschen. Ich hoffe, Sie nehmen zur Kenntnis, dass ich nicht so abwertend oder sagen wir so, also ich muss ja nicht Frau Reckermann deutlich machen, dass sie jetzt eine Randmeinung vertritt. Das macht sie ja nur mit mir. Aber es ist eben so, dass eben an dieser Stelle die, also diese, jetzt habe ich den Faden verloren. Die freie Kriminalisierung ist eben nicht einfach nur eine Kriminalisierung der Nachfrage, sondern damit gehen ganz viele Kohärenzgesetze einher. Kohärenzgesetze, die zum Beispiel bedeuten, dass eine Sexarbeiterin in Schweden, und ja, es gibt sie, Red Umbrella Sweden wäre mal ein Tipp, ne? Also auf die Website zu gehen und dann zu hören, was die Kolleginnen dort über Polizeirepression im schönen schwedischen Staate zu berichten haben. Das sind eben genau die Situationen, die dort nämlich passieren, nämlich die Kolleginnen können unter Umständen ihre Kinder entzogen bekommen, weil das, was sie machen, ethisch in Schweden nicht gewollt ist. Da möchte man ein Umerziehungsprogramm starten für die schwedische Gesellschaft, die halt eben schon immer sehr, sehr prostitutionsfeindlich gewesen ist. Und Frau Reckermann, ich bitte Sie, mich ausreden zu lassen. Ich sehe Sie so aus dem Augenwinkel zucken und ich habe Sie ja auch nicht unterbrochen. Und neben dem Thema Kindesentzug sind zum Beispiel, ist es für Sexarbeitende in Schweden nicht möglich, eine Wohnung anzumieten. Und das liegt daran, dass der Paragraph, der damit einhergeht, der heißt Kuppelei-Paragraph. Und das bedeutet, dass eine Sexarbeiterin, die eine Wohnung anmietet, der Kuppelei bezichtigt werden kann, weil sie dann ein Bordell betreibt. Und dann geht das Ganze noch wunderschön weiter, denn alle Angehörigen der Sexarbeiterin in Schweden dürfen auch nicht von den Einnahmen der Frau profitieren, denn auch dann machen sie sich der Zuhälterei schuldig. Und damit sind zum Beispiel Kinder und Eltern gemeint, Angehörige. Ja, und der Taxifahrer darf meine Kollegin auch nicht befördern, wird er auch Zuhälter. So, und da sind wir dann schon an dem Punkt, wo dieses wunderschöne Gelb
blaue Modell ein bisschen entzaubert ist in meinen Augen. Und dann möchte ich noch auf was hinaus. Es heißt, also mit einem Moment von Nordisch bin ich einverstanden. Ne? Nämlich in dem Moment, wo das auch ein sehr weißes und ein sehr kapitalistisches Gesetz ist. Denn es ist auch ein Gesetz, was für Migrationsregime eingesetzt wird. Denn diese Fürsorge des schwedischen Staates für die armen, migrantisierten Kolleginnen endet in dem Moment, wo sie in den Bus nach Hause gesetzt werden oder ins Flugzeug. Und die ganze Fürsorge in den armen Herkunftsstaaten, die endet auch an der nationalen Grenze, denn es ist ein nationales Gesetz und die Verantwortung, die Länder wie Deutschland, wie Schweden einfach aus den kolonialen Verantwortlichkeiten haben für den globalen Süden, für arme Länder in Europa, die werden dadurch alle nicht adressiert. Und ich bin total dabei, was gegen Armut zu tun und gegen Hunger und gegen soziale Ungleichheit. Aber man kann das nicht mit solchen einseitigen nationalen Gesetzen tun, die moralisch daherkommen und nicht da ansetzen, wo sie es nämlich eigentlich tun müssten, an den materiellen Voraussetzungen. Frau Eckermann, Sie sind ja eine Verfechterin des sogenannten nordischen Modells. Genau, da sind wir schon eigentlich auch bevor. Vielleicht machen wir das dann im Anschluss nochmal, dann auch zu schauen, wie ist es denn aktuell, weil das gilt ja in Deutschland nicht. Es wird aber von verschiedenen Einrichtungen, also da gibt es schon große Diskussionen, viele Einrichtungen möchten das nicht und sprechen sich dagegen aus, auch PolitikerInnen, aber auch viele für. Also da, glaube ich, ist die Meinung noch sehr geteilt. Sie sind eine Verfechterin, wie würden Sie das nordische Modell jetzt irgendwie beschreiben oder was glauben Sie, was in Ihren Augen da sich verbessern würde? Zunächst mal zu den Punkten, die Frau Revelde erwähnt hat. Das mit den Kindern. Kinder werden Frauen in der Prostitution in Deutschland auch weggenommen, wenn man das Kindeswohl gefährdet sieht. Und das ist... Viele sind auch gar nicht mit Kindern hier, aber es gibt noch andere Punkte. Ganz wichtig ist für mich jetzt erstmal, natürlich gibt es immer Studien und Gegenstudien und so weiter. Das ist genau wie bei Monsanto. Da gab es auch sehr viele Studien, dass Glyphosat eigentlich doch gar nicht so schädlich wäre und so. Viele Studien haben auf ihre Art natürlich auch recht. Und wir haben bei uns im Bündnis Nordisches Modell, haben wir auch eine ganze Sammlung von Studien und wir können die gerne interessierten Menschen auch zur Verfügung stellen. Für mich ist immer wichtig, wenn es so wenig Zahlen gibt und es gibt wenig Zahlen, das ist ganz klar. Man muss sich immer so ein bisschen an das halten, was man gerade weiß. Ist ein Punkt die Übersterblichkeit. Ja? Gewalt gegen Frauen. Manche sagen, naja, durch das schwedische Modell wird alles in den Untergrund gedrängt und die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Tut sie aber nicht, weil wo kann man Gewalt am besten erkennen? An der Todesrate. In Schweden hat es in den letzten 20 Jahren nur einen einzigen Todesfall gegeben von einer Frau in der Prostitution. In Deutschland über 100. Also wir haben, die Bevölkerung ist hier natürlich viel größer, aber wir haben auch auf die Bevölkerung umgerechnet eine mehr als 10-fache Übersterblichkeit bei Frauen in der Prostitution. Das zeigt, wie gefährlich dieser Bereich ist. Und da kann man dann nicht hingehen, wie unser Familienministerium das macht und Broschüren auflegen, wo man den Frauen Tipps gibt, wie sie sich besser schützen vor Gewalttätern und so. Wir müssen einfach die gewaltsame Situation, an der müssen wir etwas ändern. Und wenn Sie sagen, ja, das ist ja schlimm, das ist ja Feierkriminalisierung, ja, natürlich. Im nordischen Modell werden Feier kriminalisiert, weil wir sie auch als Kriminelle sehen. Vor allem geht es aber gegen die Profiteure. Es ist ja jetzt nicht so, dass Freier dann alle, was weiß ich, ins Gefängnis kommen. Aber sie werden auf jeden Fall sanktioniert, weil Freier grundsätzlich als Menschen gesehen werden, die eine Notlage, eine finanzielle, die finanzielle Notlage einer Frau ausnutzen.
dass das natürlich nicht in jedem einzelnen Fall so ist. Ja? Nicht? Dass es auch viele andere Situationen gibt, wo man sagt, ja mei, ist halt so, bezahlt halt dafür. Okay, das ist was anderes. Aber einfach dieser Kern, diese Kernüberlegung, dass es Menschenhandel gibt und dass man Menschenhandel vor allem gar nicht wirklich trennen kann von Prostitution, wie ja auch der Herr Rotloff schon gesagt hat, ja, das ist wichtig, und weil man das nicht trennen kann und weil der Nachweis so schwer zu führen ist für die Polizei. Viele sagen, ja, soll die Polizei sich doch kümmern, wenn es Menschenhandel gibt. Ja, aber die Frauen werden ja massivst unter Druck gesetzt. Sie dürfen sich ja gar nicht äußern. Das nordische Modell soll hier eben Abhilfe schaffen. Es soll einmal, die Freier werden bestraft, die Frauen in der Prostitution aber nicht, die werden entkriminalisiert. Und außerdem gibt es Ausstiegshilfen, und zwar umfassende Ausstiegshilfen. Es ist nicht so wie jetzt bei Corona, oh, wir schließen die Bordelle und die Frauen sollen sehen, wo sie bleiben. Das ist kein nordisches Modell. Und jeder, der das behauptet, ist wirklich ein Lügner, ja? Sondern man kümmert sich um die Frauen und schafft für die Alternativen und sieht, was kann man machen. Und vor allem ist es auch ganz, ganz wichtig, die Aufklärung in der Gesellschaft, dass an Schulen schon antisexistisches Verhalten gelehrt wird, dass man Jungen sagt, es ist nicht normal, wenn ihr zu einer Bachelorparty in Puff geht oder so. Es ist nicht normal, wenn ihr durch Puff und Porno praktisch euch sozialisiert und dann nachher das, was ihr dort lernt, in die Beziehungen reinträgt. Denn letztendlich ist es so, es trifft dann ja jede Frau, wenn Jungs jetzt praktisch schon alles genau wissen, wie es geht. Junge Leute sollen sich ja irgendwie zusammenfinden und selber mal schauen, wie sie zurechtkommen und dann wirklich zueinander finden. Und nicht der Mann lernt, wie es geht und bringt das dann in diese Beziehung zurück. Niemand von Ihnen hier würde jetzt sowas haben wollen als Partner, der praktisch da sozialisiert worden ist. Das muss man sich eben auch mal überlegen. Ja, das ist natürlich ein Argument, das kann man sagen, aber ich würde das nicht wollen. Ich habe es nicht gehört, welches denn? Eine Dame meinte, es... Ich würde so einen Partner schon nehmen, der kennt sich dann ja aus mit dem, was er tut. Der weiß, wie es geht, sozusagen. Ja, aber da haben Sie, glaube ich, ein bisschen... seltsame Vorstellung, was man da so... Naja, ich glaube, die junge Dame weiß, glaube ich, schon, was sie will. Das würde ich ihr schon zusprechen jetzt. Ja, gut. Okay, Sie sehen, die Sache nimmt so ihren Lauf. Das ist alles ziemlich vorerzählt, wie solche Diskussionen verlaufen. Das ist leider sehr, sehr schade, weil was mir immer so zusetzt auf solchen Podien, ist, dass sich da... eigentlich, also Leute, die sich als Feministinnen bezeichnen, als extreme BevormunderInnen darstellen. Und da ist nämlich, also da sind so viele Punkte drin, ne? Also ich bin jetzt schon mehrfach mit diesem Namen Rotloff hier von der Seite angeteasert worden. Und ich, tut mir leid, Frau Reckermann, ich gehe da nicht drauf ein. Ich betreibe kein Bordell, ich spreche hier nicht für die Menschen, die eine Prostitutionsstätte betreiben. Ich kenne durchaus Leute, die das vernünftig als also auf Augenhöhe mit den MieterInnen machen. Und ich denke, das ist noch nicht mal die wenigste Zahl, aber so wie ich mich für ArbeiterInnenrechte insgesamt in der Gesellschaft einsetze, möchte ich auch die Rechte meiner Kolleginnen in diesem Bereich stärken. Und deswegen lasse ich mich da gar nicht drauf ein. Das nächste ist dann nämlich die Prostitutionslobby, die dann immer ins Feld geführt wird. Und auch das ist, also das ist, geht dann schon fast in Richtung Verschwörungserzählung, ne? Weil vielleicht wissen das einige von Ihnen, solche Diskussionen laufen ganz ähnlich wie dann, wenn es um Transrechte geht. Da wird dann auch von der Translobby erzählt. Und es ist so ein bisschen sehr biased und unglaublich polarisiert, wenn auf der einen Seite Frau Reckermann sagt, dass die Kolleginnen ja alle gar kein Deutsch sprechen und auch gar nicht für sich selber sprechen können, weil die ja alle so solche
Opfer sind. Ne? Und auf der anderen Seite ist es aber dann so, dass wir ja alle mit denen unter einer Decke stecken und so weiter und irgendwie halt ja auch nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Doch, sehr wohl. Ich sehe die Verknüpftheiten mit eben sozialer Ungleichheit, mit Armut, mit Kapitalismus und dem möchte ich auch entgegentreten. Allerdings funktioniert das nicht, wenn solche Diskussionen halt einfach immer an diesem neuralgischen Punkt dann so kippen, ja, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich mich ausdrücken kann, dass ich hier sitze, dass ich nicht 18 bin und aus Rumänien komme und so weiter. Also das ist halt alles echt reichlich skurril und deswegen denke ich, ein Punkt, den Frau Reckermann vorhin angesprochen hat, ist Aufklärung. Und deswegen ist es eben wichtig zu sehen, welche Ressourcen halt auch in diesem Bereich stecken, den ich sehr, sehr gerne auch, also auch in Bezug auf seine Defizite mit Ihnen bespreche. Also Sexarbeit in Bezug auf Mieten, die in der Prostitution tatsächlich als Tagesmiete sehr hoch sein kann, was aber nicht daran liegt, dass oder nur daran liegt, das gibt bestimmt auch die Situation, dass es daran liegt, dass Leute sich bereichern an der Arbeit von Frauen, sondern einfach daran liegt, dass wir es mit einem Systemstigma zu tun haben. Und dieses Systemstigma, das spielt halt einfach Leuten wie Frau Reckermann, wie Terre de Femme, wie Sis, das total in die Hände. Weil das, was sie ihnen erzählt, haben sie schon ihr ganzes Leben gehört über Prostitution. Das ist nichts Neues. Machen Sie die Tageszeitung auf, Rotlichtkriminalität, das Milieu, die Huren, die Nutten. Also es ist halt einfach alles sehr, sehr abwertend und eigentlich alles passt in dieses System. Und deswegen lade ich Sie ein, setzen Sie sich mal mit Ihrem Confirmation Bias oder mit Ihrem Bestätigungsfehler auseinander. Das sind nämlich Dinge, die fallen bei Ihnen auf fruchtbarem Boden, weil das ist, was Ihnen immer weisgemacht werden soll. Ihnen sollte aber auch weisgemacht werden, dass die CDU keine korrupte Partei ist. Und war das richtig? Frau Reckermann, ich würde noch mal jetzt ganz kurz, weil wir jetzt über das nordische Modell schon ein bisschen gesprochen haben, das jetzt auch in eben ein paar skandinavischen Ländern und ich glaube zuletzt auch in Frankreich, glaube ich, jetzt auch durchgekommen ist. Bitte? Israel auch. Hier eben nicht. Ich würde aber gern trotzdem noch mal wissen, wie ist die gesetzliche, wie sind die Rahmenbedingungen jetzt? Also ich würde so ein bisschen von dieser heißen Diskussion noch mal rausgehen wollen. Wie ist es denn jetzt und was bräuchten wir denn? Also weil in dem nordischen Modell, so wie ich das verstehe, wäre das jetzt für Sie, Frau Rebelde, so, dass Sie letztendlich nicht arbeiten mehr könnten, zumindest nicht in der Form. Und Was wäre denn aber, was bräuchte man trotzdem noch, jetzt sage ich mal, erstmal in der Sexarbeit, sagen wir in Ihrer alltäglichen Arbeit, was würden Sie denn noch brauchen erstmal? Also ne, ich versuche mich da jetzt kurz zu fassen, weil ich jetzt gerade auch lange schon gesprochen habe und möchte da gerne fair sein und dann halt auch das Mikro rübergeben. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, wir haben im Moment eine Debatte um das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz. Das ist ein Sondergesetz für Sexarbeitende, das 2017 verabschiedet wurde und was dazu führt, dass Prostituierte in Deutschland, SexarbeiterInnen, meine Kolleginnen, sich anmelden müssen und einen Hurenpass in Deutschland beantragen und bei sich führen müssen während der Arbeit. Das ist ein ziemlicher Aufreger, weil in Bezug auf Datenschutz, wenn so ein Ding mal verloren geht und so weiter, kann schon ganz schön problematisch sein. So, das wäre also meine erste Forderung. Abschaffung von Sondergesetzen für Sexarbeitende. Denn wir haben in Deutschland Gesetze, die Frauen schützen vor Ausbeutung, vor Zuhälterei und auch vor Vergewaltigung. Und also diese gesamten Dinge, die immer angeführt werden, warum wir das nordische Modell brauchen, ist eigentlich alles gesetzlich schon ziemlich geregelt. So, dann ist es so, wenn... Wir haben jetzt vorletzte Woche bei Hydra eine Veranstaltung gemacht, denn nächste Woche ist Bundestagswahl und in Berlin wird auch das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Da haben wir die ganzen Parteien eingeladen, wir haben den Wahlprüfsteine zukommen lassen, haben ihnen gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen eine andere Sozialgesetzgebung. Wir müssen dahin kommen, dass Menschen, die sich in Deutschland nicht
als Sexarbeiterin anmelden können, weil sie keinen Wohnsitz haben, ja, weil sie keine Arbeitsgenehmigung haben, dass diese Menschen in der Lage sind, nicht in die Prostitution ausweichen zu müssen, als eine Option unter vielen, die sie halt in so einem Moment haben, sondern Leistungen, ohne dass sie halt in die Illegalität gezwungen werden. Das wäre super wichtig. Dann müssen wir die Entkapitalisierung des Wohnungsmarktes betreiben, weil ne, ich glaube, bei Ihnen in München ist das noch viel schlimmer als in Berlin, aber da wird es langsam auch schlimm. Und so gibt es eine Vielzahl von sozialen Forderungen, die sich jetzt alle, wie Sie merken, gar nicht so spezifisch um dieses Thema Prostitution drehen. Aber das ist halt der Trick in der Debatte, würde ich sagen. Das ist das Wichtige, dass wir mal unsere Gesellschaft betrachten und nicht Prostitution als ein Phänomen. Nordisches Modell, ob ich da nicht mehr arbeiten dürfte, das weiß ich gar nicht. Es wird in letzter Zeit von Sprecherinnen für das Bündnis und so weiter immer wieder gesagt, ja, Sie könnten ja dann schon noch arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so ein Versuch ist, uns dann jetzt auch noch dahingehend zu spalten. Keine Ahnung, aber es ist mir auch egal, weil ich setze mich für die ein, die diese Option vielleicht dann gar nicht mehr haben. Frau Röckemann, wie sind denn die Forderungen bei Ihnen? Könnten Sie, also das nordische Modell, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wie es in Deutschland weiter sein wird, die Forderungen in der Verbindung, weil es gibt ja Ausstiegsberatung, ich versuche jetzt so ein bisschen richtig, Ihre Seite des Themas so ein bisschen nochmal aufzufangen. Mhm. Wäre das nicht eine Alternative auch zum nordischen Modell? Das ist ja keine Alternative, sondern Ausstiegsberatung gehört dazu. Aber die gibt es schon, ne? Also es gibt die gibt es schon, aber viele Organisationen machen ja gerade auch mehr Einstiegsberatung. Ausstiegsberatung gibt es nur sehr, sehr wenig. Ja? Und was wichtig ist fürs nordische Modell, ist einfach ein Paradigmenwechsel. Es ist im Moment sehr schwer nachzuweisen. Menschenhandel ist schwer nachzuweisen. Und weil es so schwer nachzuweisen ist, gibt es auch sehr wenig Verurteilung. Und das nordische Modell würde auch eben ein bisschen funktionieren wie so eine Umkehr der Beweislast. Man würde also bei dem Freier automatisch davon ausgehen, dass er praktisch eine gezwungene Frau praktisch benutzt hat. Und würde, er müsste dann selber praktisch beweisen, dass es anders ist. Ja, nicht? Und das bräuchten wir auf jeden Fall. Und das nordische Modell hat auch, in Frankreich ist es eingeführt worden und ist wohl gut aufgenommen worden. Es läuft seit 5 Jahren relativ gut dort, so viel ich weiß, so viel ich gehört habe. Und vor allem ist der Menschenhandel aus Rumänien nach Frankreich so gut wie eingebrochen. In der Zeit, da hatten wir mal einen Vortrag von einer rumänischen Wissenschaftlerin und Juristin, die hat das erforscht und erläutert. Dankeschön. Jetzt gucke ich auf die Uhr und ich möchte natürlich, ich glaube, im Publikum wurde schon vor der Veranstaltung, schon vor der Tür diskutiert und ich habe hier schon hier und da mal ja Stimmen gehört oder auch Beteiligung und ich glaube, ich würde jetzt an der Stelle kurz abbrechen und nochmal das Publikum gerne befragen. Und da sehe ich schon die erste Meldung. Ich würde Sie einfach bitten, laut zu sprechen, weil das Mikro können wir jetzt Corona-bedingt nicht teilen. Und genau, gleich schon die erste Meldung einfach gerne dran nehmen. Jetzt nochmal ein Feedback. Uwe, du hast dich tapfer geschlagen. Danke. Mein Name ist Christine Nagel. Ich leite in dem nicht so weit wecken Salzburg eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Ich habe eine in Innsbruck aufgebaut und ich war 4 Jahre tätig für ein Netzwerk, das TAMPEP heißt, in Europa, in der Ukraine. Wohlgemerkt, alles ehrenamtlich, ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich war bei der ersten schwedischen Sexarbeiterinnenkonferenz, wer im Internet schaut, wir sind demonstrieren gegangen für die Rechte von Sexarbeiterinnen. Und es waren 140 Personen, die in Schweden der Sexarbeit nachgehen, anwesend. Es ist nicht nur so, es gibt einen wunderbaren Bericht dieser Selbstorganisation, ich wollte einfach erwähnen, Ruby, dass die Frauen abgeschoben werden mit dem Bus oder so. Nein, die kommen erst einmal in Abschiebehaft und werden dort dementsprechend
sehr schwierig behandelt bei Arztbehandlungen in Schweden. Wir haben eine Person, die sich als Sexarbeiterin in Deutschland geoutet hat bei ihrer schwedischen Ärztin. Sie ist sehr schlecht behandelt worden und es in der schwedischen Gesellschaft findet per se eine Ächtung der Sexarbeiterinnen statt. Also meine halbe Familie kommt aus Schweden, ich habe 11 Cousins in Schweden und man findet einfach eine Ächtung dieses Themas und ich finde es einfach absolut gegen die Menschenrechte. Ja? Und wir haben in Österreich eine Arbeitsgruppe, die aus Exekutive, aus Verwaltung, aus Gesundheitsämtern, Sozialarbeitern und so weiter, Selbstorganisationen besteht. Das ist eine Untergruppe der Taskforce Menschenhandel des Ministeriums Österreich. Wir haben uns 5 Jahre mit Schweden befasst und sind dann zu dem Schluss gekommen, das wollen wir nicht. Und es gibt von der österreichischen Arbeitsgruppe ein Positionspapier gegen das schwedische Modell. Und ich habe vor kurzem mit einem Führungspolizisten gesprochen, der beim Thema Menschenhandel ist, der hat zu mir gesagt, Christine, wir sind jetzt während Corona eigentlich mitten im schwedischen Modell. Wir müssen eigentlich Dinge tun, die wir nicht wollen. Wir müssen da beobachten, observieren, wir müssen die Frauen strafen, beziehungsweise Kunden observieren. Es werden zum Beispiel in Schweden werden Handys, Mobiltelefone und Computer beschlagnahmt von den Personen. Und wer sich nun mehr ein Bild über Schweden machen möchte, es gibt von Arte eine sehr gute Dokumentation, die da heißt Schweden, wo Sexarbeiterinnen keine Rechte haben. Und wie gesagt, in meiner Tätigkeit, ich habe jetzt gerade einen Jahresbericht nochmal angeschaut, ich hatte letztes Jahr trotz Corona 4000 Kontakte zu Sexarbeiterinnen, die sehr viele aus dem bayerischen Bereich dann in Österreich, weil bei uns war es schneller möglich, legal zu arbeiten. Ich hatte 4000 Kontakte und ich habe von keiner einzigen Person gehört, dass sie fürs schwedische Modell sei. Und nur ein Effekt am Rande, 74% der Frauen, die ich letztes Jahr beraten habe, sind Mütter, 15% sind Großmütter. Und da möchte ich jetzt an das anschließen, was Ruby eben gesagt hat. Unser großes Problem in Europa ist Armut. Ja? Und wir sollten Armut wirklich mit diesen Maßnahmen, die Ruby aufgeführt hat, bekämpfen. Und schwedische Modell oder nordisches Modell, wie man es nennt, ist sicherlich keine Lösung dafür. Im Speziellen habe ich in Finnland gelernt, in einer Beratungsstelle, die haben zu mir gesagt, nordisches Modell soll man überhaupt nicht sagen, weil wir Finnen haben eigentlich ein sehr gutes Sexarbeiterinnengesetz und wir setzen uns für die Rechte ein. Eine ehemalige Sexarbeiterin sitzt sogar in der finnischen Regierung. Und über Frankreich kann ich nur sagen, ich kenne eine Gruppe französischer Sexarbeiter, die, ich glaube, 100 zu 100 in Brüssel gegen das Gesetz in Frankreich geklagt haben. Und das, ich frage mich, was ich mich jetzt noch frage, ist die Statistik von den toten Prostituierten oder Sexarbeiterinnen, wie auch immer, in Deutschland, wo diese Zahlen herkommen, weil ich war auch bei Menschenhandelskonferenzen in München mit der Exekutive und da hat man überhaupt nicht über das gesprochen. Ja. Gut, danke. Vielen Dank. Genau. Also es kann sein, dass ich nochmal nachfragen muss, was ja doch ein bisschen ein Zusammenhang ist. Ich gehe erstmal aufs Letzte ein. Ja. Also ich würde halt sagen, das Problem ist, wenn Menschen nicht zu Wort kommen, dann liegt das also einerseits daran, dass wir es mit extremem Stigma zu tun haben. Also Stigma bedeutet halt einfach, dass Menschen sich nicht so einfach outen können. Ne? Ich habe hier ein großes Privileg, dass ich das vor ein paar Jahren einfach gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich möchte halt auf solche Veranstaltungen auch gehen können und erzählen können, wie es tatsächlich aussieht und so. Und deswegen ist es halt erstmal ein Problem, dass Stigma verunmöglicht, dass Kolleginnen sitzen können auf solchen Podien. Und auf der anderen Seite ist es ein Problem von Sprachmittlung. Das ist ganz einfach. Ne? Also wir könnten genauso gut auch mit Sprachmittlung arbeiten. Und dann natürlich aber auch müssen wir davon ausgehen, dass es ein sehr, sehr
also es ist halt eine sehr privilegierte Blase, in der wir heute sitzen. Wir haben uns Sonntagnachmittag ein bisschen Zeit dafür genommen, hier über ein Thema zu reden, was die wenigsten von Ihnen eigentlich betrifft. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Es wird halt immer derailed, ne? Also dieses Thema wird immer an den Rand gedrängt, ja. Und ja, was Sie fragen, was die Motivation ist, also ehrlich gesagt, will ich mir kein Urteil anmaßen über Frau Reckermann persönlich, das kann ich nicht und ich finde das auch nicht, finde ich nicht lauter. Aber ich muss sagen, ich bewege mich seit anderthalb Jahren in einer Recherchesituation, wo ich ständig damit zu tun habe, dass ich Fehlinformationen von Desinformationen abgrenze. Fehlinformationen sind Dinge, wo man es einfach nicht genau weiß. Ja, das ist halt die Ente in der Zeitung, wo jemand nicht vernünftig recherchiert hat und dann halt sieht, okay, das hat gar nicht richtig hingehauen, das war keine Absicht. Und dann gibt es Desinformation. Desinformation sind vorsätzliche Missinformationen, nämlich, und da sage ich tatsächlich, 90% ist eine vorsätzliche Desinformation. Zu sagen, Sandra Norak oder Huschke Mau seien Expertinnen für dieses Thema, ist eine vorsätzliche Desinformation, weil diese beiden Personen sind Expertinnen für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und es wird in dieser Debatte ständig Ross und Reiter in gewisser Weise vermischt, weil Pseudo-Expertinnen sind keine Expertinnen. Ich beantworte die Frage noch und ich denke, Sie kommen dann gleich bestimmt zu Wort. Der Punkt ist auch, wenn dann ständig solche in Rente geschickten Kriminalkommissare wie Manfred Paulus die Podien besteigen, dann muss ich auch sagen, das ist eine sehr spezifische Sicht, wenn da halt Polizei und sogenannte Rotlichtkriminalitätsfachpersonen zu Wort kommen. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung her ein Stück weit Vorsatz, weil man will halt einen bestimmten Bereich von dem Thema ausleuchten und dann die Geschichte auch möglichst blutig in allen Einzelheiten und mit sehr misogyner Sprache erzählen. Und da ist für mich halt wirklich das Problem, dass ich dann sage, da geht es nicht mehr tatsächlich um die Fakten. Und da muss ich auch sagen, da geht es wahrscheinlich um ein politisches Programm, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Meine Schwierigkeiten dabei habe ich ja schon zum Ausdruck gebracht. Das bringt ja alles nichts in Gänze für den globalen Süden, für Armut in Europa, sondern das macht ja im Prinzip nur irgendwie so eine Saubermann-Politik an der Oberfläche. Denn, so wie Christine Nagel gesagt hat, das geht ja alles unter der Oberfläche, unter der Saubermann-Politur, würde das weitergehen. Und ohne dass Beratungsstellen wie Hydra die Menschen erreichen. Denn Kohärenzgesetze bedeuten auch, dass solche Angebote, Beratungsangebote auf Augenhöhe wegfallen. Okay, vielen Dank. Darf ich dazu was sagen? Ja. Okay, das ist jetzt wieder diese Dunkelfeld-These. Wir erreichen die Frauen nicht mehr, weil wir sie nicht mehr, ja, wir können sie nicht mehr erreichen, wenn sie im Dunkelfeld sind, wenn das nordische Modell kommt und so weiter. Tatsächlich, das allergrößte Dunkelfeld haben wir jetzt im Moment, ja. Sie können ja jetzt schon die meisten Frauen gar nicht erreichen. Die Frauen, die wirklich Opfer von Zwangsprostitution sind, da könnte man noch so viele Sprachmittler bringen. Den dürfen sie vielleicht Gleitmittel und Kondome überreichen, aber sie dürfen sehr viel mehr dürfen sie da höchstwahrscheinlich auch nicht, weil die einfach kontrolliert werden auch von den Zuhältern. Und man darf einfach die Gewalt in dem Milieu nicht verharmlosen. Außerdem, das, was Sie jetzt so zum Ausdruck bringen, ist für mich eben auch so eine Art Verschwörungstheorie wieder. Also ja, da sind ja dann irgendwie die Rechten, die haben irgendwie für ein Böses im Schilde und der doofe Manfred Paulus und so weiter. Nein, Manfred Paulus hat 30 Jahre in dem Milieu recherchiert. Der hat ein Buch geschrieben hier, das kann ich zeigen, Menschenhandel und Sexsklaverei. Und da hat er sehr, sehr genau erklärt, wo, wie, welche Menschenhandelsrouten gehen und mit welchen Methoden die Lobby arbeitet. Und natürlich kann man sagen, es ist alles Quatsch, interessiert mich nicht, das ist Lüge, das ist Desinformation. Ist es aber nicht. Ja? Warum? Es gibt keinen Grund für einen Hauptkommissar praktisch hier ein ganzes Buch da voller Lügengeschichten zu schreiben. Also
informieren Sie sich selbst. Und Duschke Bau und Sandra Norak sind keine Expertinnen für Menschenhandel, sondern sie waren selbst in der Prostitution lange Zeit gefangen. Sandra Norak als Opfer eines Loverboys. Und sie hat ganz klar gesagt, wenn es diese Gesetze nicht so gegeben hätte, hätte mein Zuhälter niemals mir sagen können, komm, das ist doch alles okay, das ist doch alles in Ordnung, das ist doch legal, wenn das nicht gut wäre, wäre es doch illegal. Was wir hier vergessen, ist sehr, sehr viele junge Frauen, die mit 18 einsteigen, die kommen aus zerrütteten Familien, aus dysfunktionalen Familien und die sehen dann plötzlich, aha, mit dem Verkauf ihres Körpers bekommen sie eine gewisse Bestätigung. Viele sind auch Opfer von Missbrauch. Das ist nachgewiesen, dass ein sehr großer Teil der Frauen, die in der Prostitution arbeiten, als Kind missbraucht worden sind. Und wir finden, das kann nicht immer so weitergehen. Man versucht immer alles, alle Bereiche zu trennen, aber diese Bereiche gehören untrennbar zusammen. Kindesmissbrauch, Prostitution. Es ist nicht so, dass Frauen ganz normal von selber sehr oft und so auf die Idee kommen würden, jetzt ihren Körper zu verkaufen, wenn sie nicht vorher Erlebnisse hatten, die das, ja, die sie dazu auch bringen. Und wie weit Männer gehen können, das zeigt sich ja jetzt. Ich habe in der Taz gelesen, es gibt Anorexie-Coaches, das sind Männer, die junge Frauen, die Anorexie haben, praktisch einreden, sie sollen noch mehr abnehmen und noch mehr abnehmen und sie sollen Nacktfotos von sich schicken und die geilen sich praktisch daran auf, Menschen beim Sterben zuzusehen. Das ist unglaublich. Das ist zwar ein anderer Bereich, aber es zeigt, wozu Männer in der Lage sind, wenn es darum geht, Frauen zu schädigen. Und das tun viele. Bitte schauen Sie sich die Freierforen an, googeln Sie mal bitte die unsichtbaren Männer. Ja? Was da steht, da finden Sie die eigentliche Wahrheit über das System Prostitution. Was die Männer da schreiben über Frauen. Da ist ganz, ganz klar, ach ja, die hatte überall blaue Flecken, die ist offensichtlich von ihrem Zuhälter vermöbelt worden, aber egal, ich bin trotzdem drüber gerutscht. Und da sieht man richtig, wie gewaltvoll dieses System ist. Und das sind Äußerungen, die Männer freiwillig machen im Forum, wo sie praktisch anderen Männern gegenüber damit prahlen, wie toll sie da diese Frau da benutzt haben und missbraucht haben, wie ich finde. Frau Rebelte, Sie haben gerade das Mikro hochgehoben. Wollen Sie noch was dazu sagen oder sollen wir... Also ganz kurz nur, Menschen, ich bin auch nicht für Menschenhandel, ich bin auch nicht für misogyne Sprache. Das wird hier halt immer so argumentiert, dass es am Ende so aussehen soll, dass die Kolleginnen, die sich aktivistisch für die Rechte von Sexarbeiterinnen äußern, all das unterstützen und in Kauf nehmen und so weiter, und das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, wir sprechen sehr aktiv über Konsens und darüber, was es bedeutet, sexuelle Dienstleistungen anzubieten, in Anspruch zu nehmen, unter welchen Voraussetzungen, ja. Also, und da haben wir vorhin ja schon über das Thema Aufklärung gesprochen, ne? Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass diese Themen halt nicht immer so weggeschoben werden und dass man so tut. Im Übrigen, Frau Reckermann, wenn es um die schlimmen Äußerungen geht von Personen, ne, dann fällt mir eigentlich als erstes Leni Breimeyer ein, die sich also in einer derart schmutzigen und abwertenden Art und Weise über Frauen äußert und regelmäßig das tut im Sinne dessen, was Sie ja hier auch verlangen, nämlich eine Welt ohne Prostitution. Ich sehe, wir können uns da nicht einigen, aber ich möchte einfach nochmal, es war mir auch vorher klar, ne? Aber ich wollte einfach nochmal sagen, Menschenhandel ist auch nicht, also dafür steht keine Sexarbeiterin, die sich aktivistisch äußert, und auch das soll halt so aussehen. Aber es ist nicht so. Vielen Dank. Genau, wir hatten da hinten erstmal eine Meldung, dann hier vorne. Entschuldigung. Ach, habe ich vorhin nicht gesehen. Okay, dann. Ich wollte nochmal auf weg von den gerade heiß diskutierten Themen, die Veranstaltung
Reihe heißt ja auch Du in der Gesellschaft, auf das Thema zu sprechen kommen. Ist es aus einer feministischen Haltung in Ordnung, wenn Männer Frauen kaufen? Ist das so? Ist es tatsächlich ein Beruf wie jeder andere? Sollte man dann auch, meine Tochter ist 14, die muss dieses Jahr Schülerpraktikum machen, auch in Erwägung ziehen, dass man ein Praktikum in diesem Bereich macht, um den Beruf kennenzulernen. Also meine Haltung ist, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Männer Frauen kaufen. Was sagen Sie beide dazu? Was heißt dazu? Kaufen? Für Sexzahlen. Für Sexzahlen. Ja, das meine ich, genau. Dann sollten Sie das auch so sagen, dass die für Sex zahlen und nicht die Frau kaufen. Das ist nämlich ein Unterschied. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, also es heißt ja auch, dass es das abolitionistische System, Entschuldigung, das sei das abolitionistische System. Aber das ist halt eine ganz problematische Entlehnung des Begriffes, wo es eigentlich um die Abschaffung von Sklavereiverhältnissen geht. Und diese Übertragung, also und auch vor allem in dieser großen Summe zu sagen, 90% seien eigentlich Sexsklavinnen und würden ihren Körper verkaufen und so weiter, das ist halt auch schon wieder Teil dieses Framings und dieses Wordings, worauf ich Sie nur aufmerksam machen will. Ich verkaufe keinen Körper, sondern ich verkaufe eine Dienstleistung. Und ich finde es auch nicht richtig, zum Beispiel, was Sie gesagt haben, das ist ja auch ein sehr drastisches Beispiel zu sagen, hier eine 14-Jährige sollte Schülerpraktikum vielleicht im Bordell machen können oder so. Das ist so abwegig, ich weiß gar nicht, wie man... Aber ich verstehe, was dahinter steht. Und ich glaube, unter den heutigen Gegebenheiten mit Stigma und mit immer noch einer strukturellen Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, der ich gar nicht widersprechen möchte, ist das total abwegig. Man kann sich das nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass es sicher wichtig ist, über Konsens, über Sexualität und über auch die Details zu sprechen. Und ich glaube, dass dazu auch Sexarbeitende gehört werden sollten. Und das heißt nicht, dass ich mir anmaße, irgendjemandem zu sagen, bitte ergreife diesen Beruf, ne? Weil das ist überhaupt nicht nice, hier zu sitzen und die ganze Zeit als Frauenfeindin hingestellt zu werden. Und ne, so, das ist halt einfach, das kann ich eigentlich nicht empfehlen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Beruf, der in einem echt ziemlich ausbeuterischen System gewisse Freiheiten verschafft. Und das nicht nur diesen sogenannten 5-10%, sondern, das will ich Ihnen nochmal sagen, das ist eine Sache, die ich ganz häufig sage, es wird immer so getan. Ich glaube, 90% in die Debatte zu werfen, ist schon richtig. Aber das sind die 90%, die sich nicht äußern zum Thema. Ich würde sagen, 5% Happy Hooker, ja, zu denen ich bestimmt auch irgendwie gehöre, also die glückliche Hure, die davon ganz gut leben kann und dann halt auch noch hier so ein bisschen Aktivismus machen kann. 5% Personen, die echt richtig Scheiße erleben, die Opfer eines ausbeuterischen Systems sind und für die ich also wirklich auch eintrete und sage, da muss es einfach Änderungen geben. Und 90% von Menschen, die genauso wie Sie vielleicht auch gar nicht irgendwie ein besonderes Verhältnis zu ihrem Job haben, die machen das halt, weil sie dafür Geld bekommen. Und weil das halt in unserem System so sein muss, dass wir Lohnarbeiten gehen. Und diese 90%, über die reden wir viel zu wenig und die kommen nicht zu Wort, weil die Medien damit keinen Clickbait machen können, weil das keine Geschichten sind, die vor Blut triefen und die an der Heizung festgekettet werden können, die da halt die AkteurInnen sind, sondern das sind halt irgendwie ziemlich langweilige Geschichten von Leuten, die halt auf der Suche nach einer besseren Ausgangssituation ein paar Jahre in der Sexarbeit angeschafft haben. So. Und die 90%, die würde ich gerne hören. Also die Frage war ja, ob man einer 14-Jährigen das empfehlen soll, vielleicht ein Praktikum zu machen in dem Bereich. Tatsächlich hat die Grüne Jugend ja gesagt, hat in ihrem Parteiprogramm auch das so festgeschrieben, dass sie sich wünschen, dass Sexarbeiterinnen in die Schulen gehen und aufklären. Aber das führt ja genau dazu, dass man es den Loverboys sehr viel einfacher macht, Mädchen zu sagen, komm, das ist schon in Ordnung, was du da tust.
und dass junge Frauen und junge Mädchen nicht immer ganz selbstbestimmt wirklich agieren. Das zeigt sich ja zum Beispiel an dieser Anorexie-Geschichte, diese Krankheit, wo sie auch denken, sie würden jetzt ganz selbstbestimmt hungern, aber es ist was anderes. Und es gibt auch mein Buch, das ist auch eine wahre Geschichte, auch wenn das jetzt wieder so eine triefende Geschichte ist. Also ich habe mein Wissen nicht nur aus Büchern, aber auch zum Beispiel Schneewittchen und der böse König, ja, ist von einer Spiegeljournalistin geschrieben worden, hat einen seltsamen, märchenhaften Titel, ist aber eine wahre Geschichte von einem jungen Mädchen, die sich von einem Zuhälter hat überreden lassen, praktisch zur Prostitution, damit sie dann gemeinsam einen Reiterhof aufbauen. Und sie ist da in ein System reingeraten, sie war da psychisch gefangen, sie kam da überhaupt nicht mehr raus. Und solche Geschichten gibt es auch, das sind sicherlich nicht 90%, aber das sind die, die wir hier erfahren, weil das dann deutsche Mädchen betrifft. Und eine andere Geschichte, eine nicht so ganz untypische Geschichte, ist von Andrea K., die ist von ihrem Freund in die Prostitution geschickt worden und dann hat das nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Sie war, glaube ich, 18 Jahre alt, ja, und dann hat er sie an ein Bordell verkauft, aber dieses Mädchen hatte eine psychiatrische Störung. Sie war krank, schwer krank und hat deswegen da auch nicht funktioniert. Und jetzt wollte man die Straftat der Zwangsprostitution wollte man vertuschen. Deswegen hat man versucht, sie umzubringen. Ist nicht ganz gelungen. Sie war noch lebendig, als man ihr eine Betonplatte praktisch auf den Rücken gebunden hat und sie in der Weser versenkt hat. Solche Geschichten sind natürlich, das sind Einzelfälle, das ist klar, aber es sind Einzelfälle, die bezeichnend sind für die Grausamkeit und für die Gewalt, die diesem System inhärent ist. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich würde gerne weitermachen, weil es waren noch einige Meldungen, wenn es okay ist. Ich glaube, jetzt hinten, Sie mit der Sonnenbrille auf dem Kopf. Ja, also mein Name ist Jamal Aiden. Ich kam durch Zufall rein und bin sehr begeistert von beiden Damen. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Es ist fantastisch. Was ich sagen möchte, ich selber habe große Töchter, also teils erwachsen. Und das ist der Punkt, wo auch große Machos zur Feministin werden. Wie ich verstanden habe, sind die beiden Damen Feministinnen. Es ist so, wenn Frauen, die im Prinzip mehr Rechte wollen für Frauen, streiten, nützt es nichts. Man muss auch sicher einigen und zusammenkommen. Es ist so, wissen Sie, ich bin kein Freier. Ich bin treuer Ehemann, ich bin verheiratet, brauche ich nicht. Alles gut. Es ist nur so, es gibt viele Männer, die können keine Frauen bekommen. Das sind Männer, die sind dick, die sind hässlich, die sind unschön. Solche Männer können nur zu Damen gehen, die sind professionelle. Sie werden also quasi auf die Erde es nie abschaffen können. Ich habe saudische Wurzeln und da wissen Sie, in Saudi-Arabien, auch im Iran, werden Huren gepeitscht und Freier auch. Trotzdem gibt es. Sie können Leute hart bestrafen, es wird es trotzdem geben. Darum muss ich sagen, bin ich doch eher begeistert von der Dame, die Prostituierte ist und auch also das eher modern machen möchte. Ich denke mal, man kann es nie abschaffen. Wenn man es nicht abschaffen kann, muss man eher zusammenarbeiten, dass man es eher besser macht für alle. Sie werden wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren Prostitution nicht abschaffen können und Freier auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Also darum ist es besser, wenn man so sagt, man macht Gesetze, die Damen beschützen und die Freien sagen, wie sie sich benehmen sollen. Ich glaube auch nicht, dass man Prostitution tatsächlich abschaffen kann. In dem Punkt würde ich Ihnen zustimmen. Es wird Prostitution wahrscheinlich auch dauerhaft geben. In Schweden gibt es auch Prostitution, aber auf einem sehr, sehr viel niedrigeren Niveau. Worum es geht, ist einfach die Menschenhandelsketten zu stören. Mit ihrem Kollektiv machen, was sie wollen. Die Bedingungen sind ein bisschen schwieriger dann, mit Sicherheit. Aber der Menschenhandel muss unterbrochen werden. Es darf nicht mehr möglich sein, also als sozusagen Vermittler, als Zuhälter Frauen abzukassieren. Und nur darum geht es uns. Es geht uns überhaupt nicht darum, dass Leute gerne ihr Hobby zum Beruf machen oder solche Sachen
oder vielleicht viel Geld in kurzer Zeit verdienen, interessiert uns alles überhaupt nicht. Ja? Und das ist aber für mich der wichtigste Punkt, solange es diesen Menschenhandel gibt. Und es sieht so aus, gehen Sie mal nach Berlin. Ja? Berlin, Kurfürstenstraße, was hat die Stadtverwaltung von Tempelhof Schönefeld oder Schöneberg? Genau, Tempelhof Schöneberg, was hat sie gemacht? Sie hat dort Toiletten aufgestellt als Verrichtungsboxen, Holzverschläge, wo die Frauen dann praktisch mitten in der Stadt sich gegen einen kleinen Obolus dort praktisch, ich würde sagen, vergewaltigen lassen können. Und die Stadt schaut dabei zu. Und das ist für mich ein Tiefpunkt der Zivilisation. Und das sind Verhältnisse, wo ich sage, nein. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau das freiwillig macht. Aber dort ihr doch, nicht. Entschuldigung, ja, aber Sie machen selbstverständlich. Das ist ja, was anderes. Genau. Also ich würde hier gerne wirklich einen Cut, weil wenn Frau Ribbel hier sagt, sie macht das freiwillig, nein, dann können Sie ja nicht sagen, das stimmt nicht. Nein, ich meine jetzt das. Ich meine jetzt das in den auf den Toiletten. Ich meine ja, jetzt aber nicht, auch wenn es da Frauen gibt, Frau auch wenn es da, ich ja glaube, man muss, also es tut mir leid, ich will ja inhaltlich eigentlich gar ja nicht, Sie sind beide jeweils Expertinnen, beziehungsweise sprechen für sich und ich möchte gern auch ein bisschen jetzt für mich und vielleicht auch fürs Publikum sprechen, wenn hier jemand sagt, ich habe diese Erfahrung, dann möchte ich es von allen respektiert bekommen, das gilt auch für mich und deswegen, also da gibt es sicherlich auch Frauen, die das freiwillig machen und wenn sie das sagen, dann muss man das denen vielleicht erstmal glauben. Ja, ich glaube, die werden nicht gefragt. Aber es gibt auch, genau, darum geht es ja. Mhm. Aber vielleicht hier nochmal Cut zu der Frage, weil es gibt noch 2, 3 Meldungen und dann würde ich, glaube ich, das auch, wir sind nämlich schon sehr weit in der Zeit. Ja. Ich möchte nur ja einmal noch sagen, ich komme nicht von einem Kollektiv, sondern es ist eine Beratungsstelle, die es seit 40 Jahren gibt. Und wir haben sehr viele Klientinnen jedes Jahr und wir arbeiten zusammen mit zum Beispiel Transsexworks, die eben im Kurfürstenkiez in Schöneberg aufsuchende Arbeit machen. Wir arbeiten zusammen mit dem Frauentreff Olga, die dort am Kurfürstenkiez, am Straßenstrich Arbeit machen. Und ich mag nochmal dafür zu sensibilisieren, dass auch dieses Beispiel des Straßenstriches ein sehr komplexes ist, was man nicht so einfach... Also natürlich, ne, diese komischen Verrichtungsboxen sind ein Politikum. Da wird darüber gestritten, extrem gestritten. Aber Punkt, ich mache an der Stelle einen Punkt, weil es ist kein Kollektiv. Ja? Also genauso wie Frau Reckermann halt von wo kommt, was man bezeichnen kann, ist es bei mir eben Beratungsstelle und Verein. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, ich glaube hier vorne war die Meldung von vorhin noch, sind noch nicht reingekommen, bitteschön. Ich wollte tatsächlich passend zu dem Thema was sagen, wie kann eine Frau sich den Beruf der Prostituierten aussuchen, muss die immer missbraucht worden sein? Also ich glaube nicht, weil es gibt zum Beispiel für mich ganz viele Berufe, die könnte ich mir nicht vorstellen auszuarbeiten. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Schlachthof zu arbeiten. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Steuerberater zu arbeiten. Nur weil, aber ich bin trotzdem froh, dass es Leute gibt, die im Schlachthof arbeiten, die Steuerberater sind, die Pflegefachkraft sind. Das heißt, nur weil ich mir nicht vorstellen kann, irgendeinen Beruf auszuüben, heißt es ja nicht, dass es nicht andere Leute gibt, die sagen, hey, okay, ich kann mir vorstellen, diesen Beruf auszuüben. Und das andere, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die Prostituierte aufsuchen. Ich bin mir sicher, Sie haben in Ihrem Umfeld einige Männer, die Prostituierte aufsuchen, von denen Sie es gar nicht wissen. Das sind brave Ehemänner, das sind, die sich in der Beziehung nicht ausleben können. Das sind Männer, die keine Frau abbekommen, Männer, die Vorlieben haben, die sie zu Hause nicht erleben können und so weiter. Und das sind nicht kriminelle Männer, das ist der Nachbar von nebenan. Die Freier sind größtenteils nicht die bösen Leute. Wären sie die bösen Leute, dann wären ziemlich viele Männer in Deutschland böse Leute. Und Kriminelle. Ich möchte noch mal einmal darauf was sagen, und zwar mit dem Missbrauch. Das ist ja auch so eine Sache, die immer wieder aufgebracht wird in der Debatte. Ja, die haben alle Missbrauch erfahren und so weiter.
Und da will ich nochmal zurückkommen auf den Ausgang. Am Anfang habe ich gesagt, Melissa Farley, die 3 Studien gemacht hat, die zum Beispiel halt auch in Deutschland sehr rezipiert wurden und zur Grundlage gemacht wurden für Gesetzgebung wie das Prostituiertenschutzgesetz, aber auch, ich glaube schon 2002, das erste, was Melissa Farley rausgebracht hat, war 1998. Das sind sehr angefochtene Studien mittlerweile, weil das fällt ihnen sofort ins Auge, da fehlt die Referenzgruppe. Also da wird halt so getan, dass die Leute, die da in diesen Interviews von Farley, Zumbeck und wie die ganze Forschungsgruppe eben personell aufgestellt war, die sind befragt worden über ihre Situation. Es werden keine Angaben gemacht, woher haben sie diese Stimmen gewonnen, wo sind sie tatsächlich und mit welcher Fragestellung auf die Personen zugegangen. Und wir haben das Gleiche in Deutschland leider auch, nämlich da, wo Beratungsstellen instrumentalisiert werden sollen, Evaluation für das jetzt bald 5 Jahre dauernde Prostituierten-Schutzgesetz zu liefern, also Daten zu liefern für diese Evaluation. Und da frage ich Sie, ist das eigentlich korrekt in einer Beratungsstelle? Also, ne, ich meine, ich komme ja von einer, also so könnte ich ja sagen, ach, wir wissen ja auch so viel, wir wissen auch viel, aber wir wissen halt viel über Leute mit Beratungsbedarf. Die Leute, die zufrieden in ihrem Bereich der Sexarbeit arbeiten, die kommen nicht zu uns. Und das bedeutet, wir haben auch da eigentlich, obwohl es eine Studie ist und die auch verwendet worden ist, gar nicht eine richtige Ausleuchtung mit einer Referenzgruppe, wo man jetzt fragt, wie viele Frauen und als Frauen, als weiblich identifizierende Personen haben eigentlich Missbrauch sonst erlebt. Und ist das eigentlich jetzt irgendwie unterschiedlich oder ist es halt, ist es vergleichbar mit der Referenzgruppe? Und das ist so, das ist nochmal so ein Punkt, wo ich halt auch sagen möchte, bitte hinterfragen Sie diese Zahlen und diese Studien, die da immer wieder angeführt werden. Okay, dann hatten wir, jetzt bin ich mal gespannt, ja, die Dame und dann in der Mitte auch noch mal jemand, glaube ich. Okay, also erst die Dame. Ja, also ich kenne Stephanie Klee auch, also es ist quasi eine Kollegin von Ihnen, die früher Hydra sehr aktiv betrieben hat und ich habe sie damals echt unterstützt, 2002, 2003, weil ich wollte, dass Prostitution in Deutschland legal wird, ja. Und ich habe das Ganze jetzt so beobachtet über die Jahre und habe festgestellt, also wir haben einfach viel mehr Frauen in der Prostitution und die Frauen haben weniger Rechte heute. Ja, also früher war es so, dass die Frauen für eine viel geringere Dienstleistung mehr verdient haben im Verhältnis. Also die Preise sind total runtergegangen. Wir haben viele, viele Migrantinnen in der Prostitution aus Osteuropa, die alles machen, was die Freier von ihnen wollen, auch ohne Gummi etc. etc. Das heißt, ich sehe eigentlich die Situation der Frauen in der Prostitution ist erheblich geschwächt worden. Ne? Wir haben eher die Bordellbetreiber, die unheimlich gut verdienen an dem Modell, was wir jetzt haben in Deutschland. Wir haben Menschenhändler, die dran verdienen, aber die Frauen selber, die Prostituierten, finde ich, haben von diesem Gesetz nicht profitiert. Und mich würde interessieren jetzt von Ihnen beiden, wie können wir das ändern? Deutschland ist inzwischen Sextourismusdestination geworden. Ich will das nicht. Ich will nicht in Deutschland leben und es ist ein Sextourismusland. Ja. Finde ich nicht okay. Was würden Sie ändern, um sozusagen da Abhilfe zu schaffen? Von beiden würde ich das gerne hören. Ja, also ich habe ja schon gesagt, Sextourismus Destination Deutschland. Also ich sehe nur das nordische Modell. Ich sehe nur, dass die Freier praktisch, dass die Nachfrage geschwächt werden muss, dass weniger nachgefragt wird, dass es dann auch weniger Prostitution gibt. Denn mehr Prostitution tut uns ja nicht unbedingt als Gesellschaft gut und vor allem nicht, wenn es Zwangsprostitution ist. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, ich habe auch schon recht viel dazu gesagt. Also weil ich halt eben finde, es ist sehr schwierig, nur diesen einen Bereich auszuleuchten. Ich weiß zum Beispiel, dass ja auch die relative Armut in Deutschland in diesem Zeitraum gestiegen ist. Ne? Also halt einfach dadurch, dass Menschen durch Hartz IV und ähnliche Gesetzgebungen halt einfach auch systematisch arm gemacht werden und arm bleiben und auch keine Möglichkeit haben, aus diesen Sachen wieder rauszukommen. Und ne, das wirkt natürlich auch auf andere Bereiche. Und
Ich finde halt schon wieder so ein bisschen problematisch der Begriff Sextourismus. Ist es auch Sextourismus, wenn ich einen Gast aus Österreich empfange, der halt nach München kommt, weil er hier eine bestimmte Vorliebe erleben kann? Ja? Oder ist das kein Sextourismus? Also ne, ich bin total dabei, dass wir gute Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit brauchen. Ich bin auch dafür, dass wir zum Beispiel wirklich hart mit BetreiberInnen ins Gericht und ins Gespräch kommen müssen über Arbeitsbedingungen, über Mieten. Und ich kann aber auch BetreiberInnen zitieren, die halt sagen, ich bin ihre Kundin. Ja? Ich bin quasi als Mieterin ihre Kundin und nicht der Freier ist der Kunde, sondern ich, weil ich als eigenständige Dienstleisterin dort eben meine Termine mache und dafür Miete zahle. Daran verdient ja die Person, ne, die Prostitutionsstätte vermietet, also den Raum, in dem ich arbeite. Und das ist total richtig, dass wir durch die letzten 20 Jahre einfach so eine starke Polarisierung sozial auch in der Gesellschaft erlebt haben. Und dagegen müssen wir auch einfach vorgehen. Und das können wir aber nicht. Da bin ich ein bisschen dabei, was vorhin aus der Ecke da kam, von wegen, das geht nicht, wenn wir uns halt immer um die Moral zanken, sondern da muss man schon an einem Strang ziehen. Aber ich sehe jetzt halt zum Beispiel auch nicht, dass ich mich mit Terre de Femme darüber einigen kann, dass ein nationalstaatliches Gesetz die Bedingungen gesamtgesellschaftlich, weltweit, im globalen Süden verändert oder in Bulgarien oder in Rumänien, wo nämlich die Personen meistenteils also arbeitsmigrieren in die Sexarbeit. Ja? Und das hilft halt leider auch nicht. Und da müssen wir, glaube ich, ganz anders denken. Ist es okay, wenn wir noch zwei Fragen aus dem Publikum aufnehmen? Weil ich glaube, es ist auch anstrengend irgendwann, ne? Ja, für Sie hier. Also es war jetzt hier in der Mitte vorher noch eine Frage. Ganz lang. Ja, okay. Ja, ich sehe schon, das habe ich nicht so gut im Blick. Also ganz hinten erstmal vielleicht. Okay. Es gibt ja noch andere Modelle als das nordische Modell. Das nordische Modell ist ja sehr konservativ eigentlich und bestraft ja eigentlich nur an den Enden, sage ich jetzt mal, also den Freier dann. Und dann eben auch die Sexarbeiterin. Es gibt andere Modelle, zum Beispiel in Australien, die das Ganze sehr viel freier machen, wo die Menschen nicht kriminalisiert werden, die eigentlich einen Konsens haben, dass sie etwas untereinander verkaufen wollen. Und wenn man etwas gegen illegalen Menschenhandel machen möchte, sollte man dann nicht woanders ansetzen. Australien hat ja nicht diese Möglichkeit, dass da sehr, sehr viele Leute dann ins Land migrieren können. Das ist ja sehr viel schwieriger. Es ist ja sehr viel Wasser dazwischen und so. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Also, ja, da ist Wasser. Entschuldigung, aber also tatsächlich hat Australien ist dem neuseeländischen Beispiel gefolgt, jetzt in einem Bereich, ich weiß nicht, sind das Bundesländer in Australien auch auf jeden Fall, haben die auch so Verwaltungsbezirke und dort ist es jetzt halt so, dass man ähnlich wie in Australien halt wirklich entkriminalisieren will und das ist auch das, wofür die Hurenbewegung, böses Wort, ja, aber wir nennen uns halt eben selber auch so, für Eintritt. Entkriminalisierung, keine Sondergesetze, Rechte, ein Ausbau von Beratungsangeboten, Umstiegsangebote, ne? Also wir sagen auch eigentlich nicht Ausstiegsangebote, sondern Umstiegsangebote und halt eben, ja, also gleichzeitig die Möglichkeit, an vielen, vielen Stellen in der Gesellschaft anzusetzen. Und doch, Australien hat auch Arbeitsmigration. Und da ist leider das Problem, dass selbst in so schönen Systemen wie Neuseeland, was immer so, das wird immer so ins Feld geführt, weil das so progressiv ist. Auch da ist halt das Problem, dass Arbeitsmigrantinnen in der Sexarbeit dort auch nicht gern gesehen sind. Und da haben wir wieder das Problem mit der Migration. Also es ist kein Problem in meinen Augen, aber das wird so adressiert. Und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun, dass wir da offene Grenzen und Freizügigkeit herstellen. Oh, jetzt wird es schwierig. Also ich glaube, wir schaffen nicht alle Meldungen. Aber hier ist, glaube ich, noch länger was gewesen. Ja, die Meldung war, glaube ich, von vorhin schon einmal hier.
dann müssen wir mal weiter. Und vorne hier noch. Ja, du. Genau, also erstmal vielleicht Sie. Das ist jetzt zweimal gefallen und da wollte ich was jetzt sagen. Und zwar war zweimal das Beispiel, dass es Prostitution braucht, weil es Männer gibt, die dick sind, die hässlich sind, die keine Ahnung, keine Partner haben. Bitte lauter. Es ist zweimal gefallen, dass Männer auf Prostitution angewiesen sind und weil sie dick sind, weil sie hässlich sind, weil sie keine Partnerin finden können. Und das wird ganz oft für Prostitution ausgesprochen. Und ich finde dieses, was ist das für ein Männerbild, wenn wir davon ausgehen, dass Männer angewiesen sind auf Prostitution, weil sie keine Partnerin finden? Warum gibt es das nicht umgekehrt? Also sind Männer so triebgesteuert, dass sie auf Prostitution angewiesen sind? Das ist doch kein Argument für Prostitution. Und da störe ich mich dran. Und es fiel jetzt ein paar Mal, das wollte ich auch an euch irgendwie geben. Genau, genauso sehe ich das auch. Das ist ausgesprochen diskriminierend, ja. Auch dicke Menschen können Partnerinnen finden, auch hässliche Menschen, weil kein Mensch ist einfach nur dick und hässlich. Jeder Mensch hat auch etwas Schönes und etwas Ansprechendes. Jeder Mensch kann auch Liebe ausdrücken. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Und ich finde das unglaublich diskriminierend, also auch zum Beispiel zu sagen, ja, Behinderte oder so, für die machen wir jetzt auch ein Programm und so. Das diskriminiert auch Behinderte, weil auch Behinderte können Partnerinnen finden. Und tatsächlich ist der Mensch ein ganzheitliches Wesen. Er ist ja nicht nur ein sexuelles Wesen. Es sind sehr, sehr viele Dinge, sehr viele Bedürfnisse, die wir haben. Ja? Sexualität ist eins davon. Und dann einfach das alles dem Markt zu überlassen. Also wogegen ich mich wehre, ist eigentlich, dass der menschliche Körper dem kapitalistischen Verwertungsinteresse unterworfen wird. Und das finde ich, das wollen wir nicht. Deswegen sind wir Abolitionistinnen und das ist tatsächlich so, Abolition heißt Abschaffung, auch wenn ich persönlich nicht der Meinung bin, dass man Prostitution tatsächlich abschaffen kann, aber Abschaffung von Sklaverei. Abschaffung von Menschenhandel. Und ich glaube, dass uns da das nordische Modell einen sehr großen Schritt weiterbringt und dass uns das nordische Modell auch in der Gleichstellungsfrage weiterbringt. Weil was ist denn das für eine Gleichstellung, wenn ein Geschlecht das andere kaufen kann? Also das hat mit Gleichstellung dann einfach nichts zu tun. Da muss einfach die Basis geändert werden und die Einstellung in der Gesellschaft. Das ist dann immer noch Formen von Nebenerwerbsprostitution oder von solchen Dingen dann geben wird. Das finde ich persönlich für mich unerheblich. Ja? Das ist ein Bereich, dafür würde ich jetzt nicht den Sonntagnachmittag opfern. Sondern eben für die Menschenrechte und für die Frauen, die de facto gehandelt werden. Es ist ja nicht einfach nur Fantasie, was jetzt der Manfred Paulus und was andere Ermittler wie Helmut Sporer zum Beispiel in Augsburg und viele, viele andere beschreiben. Und dass Studien hin und wieder natürlich angegriffen werden, ist ja der Sinn und Zweck von Studien. Das kann man nicht hier vor dem Publikum sozusagen quasi widerlegen. Da muss man die Studien wirklich anschauen und sich eine eigene Meinung bilden. Ja, dann würde ich mir das wünschen, dass Sie das mal mit den zahllosen Studien tun, die sich tatsächlich gegen die freie Kriminalisierung ausgesprochen haben und die von Terre des Femmes überhaupt nicht rezipiert werden. Also das wäre echt mal begrüßenswert, ne, wenn Sie sich dann auch mit der Kritik an Melissa Farley auseinandersetzen würden oder an Sibylle Zumbeck und wie sie alle heißen. Aber ich möchte auch noch mal auf Ihre Frage eingehen, weil ich finde, das Argument zum Beispiel auch, ja, wenn es keine Sexarbeit mehr gäbe, dann würde ja, also es gibt dann also noch ein verwandtes Argument, ja, dann die ganzen Vergewaltigungen, die Prostituierte abfangen würden und so weiter. Ne? Das ist ein ganz furchtbar misogynes Argument und ich kann da auch nur sagen, dass das auch nicht etwas ist, was ich in irgendeiner Art und Weise gutheiße und was, also das ist kein Argument und das enthebt nicht Menschen
sich über Konsens zu verständigen, sich darüber klar zu werden, was sie für Vorlieben mit wem ausleben können. Und wenn das, also vor allem, was mich auch an der Debatte so stört, ist, dass immer so getan wird, als würde das sonst nicht verhandelt werden, dass Sex gegen Gegenleistungen erfolgt. Was ist denn die Ehe? Also, ne, was ist das denn als eine Versorgungsgesellschaft? Was ist denn Care-Arbeit, die unbezahlt geleistet wird? Wir tun immer alle so, als ob dieses Thema... Bitte? Entschuldigung, was ist denn die Ehe? Was ist denn das für ein Argument? Ja, dann denken Sie... Oh, anscheinend scheint es ja zu verfangen, wenn es gleich Widerspruch gibt. Einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? Ja, da müsste man schon auch... Ja, also... Also das ist ein Bild von der Ehe, was aus den 50er Jahren stammt. Und ich darf mich hier unterbrechen. Ja, genau, ich glaube, das führt auch nicht weiter. Natürlich gab es mal sowas. Aber das über die Ehe und nein, über das Wert der Aufreger ist, der Aufreger ist halt immer das Geld. Das ist das, was ich damit sagen will. Ne? Sobald Geld im Spiel ist, wird so getan, als ob die ganzen Dinge sonst in der Gesellschaft keine Rolle spielen würden. Und toxische Beziehungen, diese ganze Loverboy-Struktur, die Frau Reckermann angesprochen hat, das sind alles Fakten. Ich leugne das nicht. Und ich finde es auch nicht gut, wenn Menschen, und wir haben eine patriarchale Gesellschaft, auch die leugne ich übrigens nicht, und in dieser Gesellschaft ist es auch so, dass natürlich im Moment noch mehr Männer für Sex bezahlen, einfach weil sie mehr verdienen, wir haben Gender Pay Gap, wir haben noch ganz viele andere Gaps, ja, und diese Dinge führen dazu, dass es in der Vielzahl Männer sind, aber schon lange nicht mehr nur. Ne? Es gibt auch Frauen, die Sex kaufen und sich darüber über ihre eigene sexuelle Selbstbestimmung verständigen mit sich selber. Es gab jetzt noch etliche Meldungen, aber die Stimmung ist jetzt leider schon ein bisschen, die kippt langsam. Ich weiß, deswegen, ich würde jetzt noch eine Meldung dran nehmen, und zwar die hier vorne, und dann würde ich das gerne beenden für heute. Ja. Okay, danke. Ich bin Laura von Junge Männer Bewegung hier in München, Feministin, Aktivistin. Und also ich frage mich in dieser Situation, also, warum jetzt nicht Männer das auch diese Diskussion machen? Also, und ich gehe nicht gegen sie, weil ich habe keine Probleme mit Frauen, dass Sex verkaufen oder wie sie sagt, diese Service geben. Aber also es ist ein System, es ist dieses patriarchalische System, das sie hat gesagt, was mich Probleme macht. Weil wir sind keine Objekte, also wir sind, wie sagt man, Objekte. Und also wenn sie sagt das über, ja, weil oder die Mann da hat gesagt, ja, weil die Männer haben diese Probleme, dass sie, wir können keine Beziehung finden. Also es tut mir sehr leid, aber das ist nicht meine Verantwortung. Das ist nicht unsere Verantwortung als Frauen, dass wir an Männer tun muss. Also sie sind schon, sie haben schon viele Privilegien. Warum müssen wir noch mehr geben? Also noch mehr. Du kannst auch meine Körper kaufen, wann du willst. Also das geht nicht. Und ich denke, dass viele haben über diese nordische Modell gefragt. Also das ist einen, also es stimmt, dass die nordische Modell auch viele Fehler hat. Das ist stimmt. Aber wir müssen an das arbeiten, weil nordische Modell und weil die Leute, die in diesen abolitionistischen Bewegungen sind, wir sind nicht gegen die Frauen. Wir wollen, dass diese Frauen, wie sie und wie alle die Frauen, die ich habe gehört, dass sehr, sehr sehr intelligent sind, also die können mehr machen als nur den Körper geben. Also ich verstehe, dass sie sagt, ja, aber es ist ein Service und ich kriege mein Geld. Aber ich denke, sie können viel mehr machen. Also Frauen sind nicht nur einen Körper, der man kann ein bisschen Geld geben oder mehr. Oder, also das in meiner Meinung geht nicht. Ich komme aus Lateinamerika und in Lateinamerika ist es immer,
noch schlecht, also sehr schlecht. Und also die Frauen sagen, ja, wir möchten Prostitution legal machen, zum Beispiel in Argentinien, meinem Land. Hm? Und das geht nicht. Und das geht nicht, warum? Weil da wie in vielen Ländern, geht nur diese Lobby, was sie hat gesagt, das geht nicht, die Lobby. Also die Lobby existiert leider und es gibt viele Männer, dass Vorteile von das bekommen. Und also das ist die Frage. Also ich gehe nochmal an diese Frage. Warum sind nur Frauen, also warum sind wir hier als Frauen und wir sprechen über Sex, Kauf oder nicht, oder was ist gut, was ist, also warum Männer machen das nicht, weil das Patriarchat ist. Patriarchat gibt nur Benefits, Vorteile. Ja, Vorteile an Männer. Das ist so. Und also ich denke, das ist sehr wichtig. Und nochmal, also mit viel Respekt, ich gehe nicht gegen sie. Und ich denke, viele sagen zum Beispiel, so, sie hat gesagt, sie ist eine Berater und sie gibt Berater an andere Frauen, die Probleme haben. Und ich denke, mindestens das ist gut, also dass diese Frauen, weil es gibt kein System, das sagt, okay, Frauen müssen mehr machen, also wir sollen mehr Rechte haben. Also die Frauen mit Migration Background wie ich und wie andere Leute, das vielleicht konnten nicht Deutsch, die hatten nicht die Möglichkeit, etwas zu lernen, also zu studieren oder ich weiß nicht. Aber es kann nicht sein, dass sie müssen hier in Deutschland kommen und die einzige Möglichkeit ist, ja, also einfach mein Kopf, ja, sorry. Die Frage nochmal, einmal kurz haben. Nee, super. Ja, okay, gut, alles klar. Also, du hast mich ja auch direkt angesprochen, deswegen antworte ich. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Ich habe 6 Jahre in Chile gelebt und kenne die Verhältnisse in Südamerika ganz gut. Ne? Also, und trotzdem muss ich halt sagen, ein Feminismus, der Sexarbeiterinnen ausschließt, ist kein Feminismus. Ein Feminismus, der Transpersonen ausschließt, ist kein Feminismus. Ein Feminismus, der MigrantInnen ausschließt, ist kein Feminismus. Und der bringt uns auch gesellschaftlich leider nicht weiter. Und also ich bin bei ganz vielen Dingen total dabei. Privilegien, Benefits, Vorteile und so weiter. Ne? Das ist halt alles nicht so einfach. Aber mit Verboten wirst du es nicht regeln. Und die Gesellschaft muss sich aus einem Grund heraus weiterentwickeln und diese Themen angehen. Und da ist halt in meinen Augen wirklich der intersektionale Feminismus der Schlüssel dazu. Eben kein weißer Feminismus. Ja, ich meine, ich sitze ja auch weiß auf dem Podium und scheiße hier so ein bisschen klug, ne? So, ja, aber ich denke halt, es muss sich ändern. Wir müssen auch Platz machen für die Personen, die jetzt im Moment noch nicht für ihre eigenen Rechte eintreten. Aber wir müssen sie mitdenken. Wir müssen diese Bedürfnisse mitdenken. Wir müssen sehen, dass es Intersektionen gibt. Vorhin wurde hier der Begriff von behinderten Menschen genannt. Ich möchte an der Stelle sagen, ich bin schwerbehindert. Ja? Und ich kann mich nicht einfach irgendwie 40 Stunden in so ein Großraumbüro setzen und dann da irgendwie für Mindestlohn, ich habe es während Corona gemacht, weil die Bordelle waren zu und es gab keine andere Möglichkeit für mich, um Geld zu verdienen. Und ich habe wieder gemerkt, wie unglaublich missbräuchlich dieses gesamte System ist. Und auch das ist eine Realität von SexarbeiterInnen, die aber nie gesehen wird. Ich habe blinde Kolleginnen, ich habe gehörlose KollegInnen, ja, und ich sage es ganz bewusst immer mit dem Gap, ne, weil es geht hier nicht nur um die Rechte von weißen Frauen. Und das ist das Problem von Terre de Femme. Dass es da nämlich darum geht, ne, einer bestimmten privilegierten Klasse, vorhin wurde halt eben auch diese Frage gestellt, warum, wo kommt das her, warum argumentiert eigentlich Terre de Femme, Sisters und so weiter, dieser ganze weiße Feminismus der zweiten Generation, wieso argumentieren die so, ja, weil es ganz, ganz viele Intersektionen gibt, die wir berücksichtigen müssen und dass wir uns vor allen Dingen als erstes mit Klassismus auseinandersetzen müssen. Genau, und Rassismus, genau, und wie rassistisch das System Prostitution ist, das sehen Sie sehr, sehr gut, wenn Sie anschauen,
die unsichtbaren Männer. Da gibt es auch mehrere Videos. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele N und F und Z-Wörter dort auftauchen und in welcher Form die Frauen da beschimpft werden. Und uns geht es eben gerade nicht um die weißen Frauen, sondern wir sind der Meinung, ihnen geht es um die weißen Weiße vielleicht nicht, aber um Frauen, die sich gut arrangiert haben im Patriarchat und durchaus auch profitieren. Uns geht es genau um die ausgebeuteten Opfer, die Opfer von Menschenhandel sind. Und das haben wir wieder und wieder wiederholt. Und das scheinen sie jetzt trotzdem einfach mit einem Federstrich, wollen sie das alles so praktisch negieren und sagen, ihr seid weiße Privilegierte. Und was Intersektionalismus angeht, ja, Intersektionalismus oder Intersektionalität, ja, da ist es so, dass tatsächlich die Frau in der Prostitution, die ist wirklich die mehrfach Ausgebeutete. Wenn sie aus Osteuropa kommt, wenn sie die Sprache nicht kann, wenn sie vielleicht noch nicht einmal lesen und schreiben kann, wenn sie, ja, das gibt es leider alles, wenn sie kein eigenes Konto hat, dann ist sie wirklich in mehrfacher Hinsicht ausgebeutet, in mehrfacher Hinsicht Opfer. Und das ist das, was wir unter Intersektionalität verstehen. Und ja. Okay, also wie wir jetzt alle sehen, wir drehen uns auch so ein bisschen im Kreis. Das ist auf jeden Fall so. Trotzdem möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Das Thema ist emotional aufgeladen. Das Thema ist kein einfaches. Daher umso toller, dass Sie sich bereit erklärt haben und sich hier den Sonntagabend, Nachmittag, 2 Stunden hier hingesetzt haben. Und auch danke an das großartige Publikum und an die VeranstalterInnen natürlich. Es war, glaube ich, auch wenn es schwierig war, doch eine tolle Diskussion. Ganz, ganz herzlichen Dank.